Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute, und wir waren beim letzten Mal dabei, also vor 2 Minuten, uns dabei hier eine Armee aufzubauen und hier ist wieder ein geiler Bug. Hier ist wieder ein geiler Bug. Schaut mal. Schaut euch das an. Oh Mann, Clipping-Fehler. Und ja, wir waren jetzt bereit dabei, eine Armee aufzubauen. Da kommen Flammenwerfer. Aber die haben keine Chance. Zack, direkt weg. Und genau, wir haben zum ersten Mal Hubschrauber. Und da würde ich sagen, brauche ich mal weitere Einheiten. 4 Stück von jedem. Das wird meine Angriffsarmee, weil wir müssen Stalin daran hindern, seine 4 Atombomben hier abzuschmeißen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ich nehme mir aber schon mal die Hubschrauber und mache mir hier schon mal ein bisschen was platt. Mach mal diesen Panzer da kaputt los. Jetzt mal die Hubschrauber mal in Action. Schaut euch die mal an. Zack, zack. Ja, die Mammutpanzer, die machen eigentlich keinen Schaden. Seht ihr das? Die Mammutpanzer, die sind so mickrig, was die Luftabwehr angeht. Aber jo, geht schon. Oh, Leute. Ja. Dann würde ich mal sagen, brauche ich ja keine Erkundung mehr. Wir hatten ja beim letzten Mal die Karte völlig erkundet. Und dann finde ich jetzt mal diesen Panzer da, Mensch. Weg damit. Sehr gut. Alles klar. Der hat wieder seine Kackflugzeuge. Okay. Deo, 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 deo. Die Mucke ist geil. So, was schießt da wieder für einen Raketenwerfer? Okay. Na gut. Ah, schaut mal hier. Die wissen nicht wohin. Wie geil, Leute. Gut, dann fahren wir dahin. Machen wir einen Weg frei da. So. Schau dich das an. Oh Mann, oh Mann. Gut, KI, jetzt mach. Mach mal den Weg frei. So, okay. Alles klar, dann weitere Einheiten. Alles klar. Korrekt. Ja, wir haben die Basis, wie gesagt, komplett aufgebaut. Das ist meine Angriffsarmee hier. Team 1. Die würde ich sagen, schicke ich einfach mal nach da vorne, damit hier mal ein bisschen mehr Platz ist. Da kommt wieder ein Flugzeug, aber keine Chance. Weg damit. Jo, Leute, dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt mal die vier Hubschrauber. Was macht ihr denn? Mensch, macht mal diesen Mammutpanzer da kaputt. So. Ja, die schaffen den zwar nicht, aber ist okay. Mal schön anschwächen hier. Los. Gut. Alles klar, würde ich sagen. Baue ich meine Armee weiter auf hier. Brauche gleich noch Kohle fürs Spion, Leute. Für einen Spion, weil hier oben ist alles vermint. Aber die Raketensilos sehen auch anders aus. Ne? Schaut mal. Und ja. Ich habe sogar noch einen Gummipanzer dabei. Ja, okay. Gut, Leute. Hubschrauber, kommt mal her. Mach mal diesen Mammutpanzer da weg. Der macht mich nervös. So, und tschüss. Weg damit. Vielleicht noch einen Raketenwerfer kaputt. Ach, du Heilige. Was ist das denn? Das ist aber unfair. Ey. Hat er echt einen Sammler platt gemacht, ne? Das ist unglaublich. Wirklich, aber gut. Ich brauche nicht mehr als 2 Sammler hier. Das war ein bisschen zu schnell mit der Kohle beim letzten Mal. Gut, Batz. Weg damit. Der Raketenwerfer ist auch kaputt. Sau gut. Alles klar, cool, Leute. Dann kommt ihr mal alle hier nach. Und dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt mal die Hubschrauber. Das ist nämlich hier die beste Taktik. Nimm die Hubschrauber und mach mal hier hinten einiges platt. Mach mal hier hinten die ganzen Sachen hier kaputt. So, vor allem die Hubschrauber. Bei den alliierten Hubschraubern ist das nämlich geil. Schaut mal, die, das ist jetzt hier leider nicht, nein, 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 nicht über die Basis zurückfliegen. Der hat nämlich da Flachs, Leute. Nein. Nein, 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 nein. Nicht blöd sein. Genau. Die alliierten Hubschrauber, die können nämlich diese Hubschrauber hier von den Russen, können die in der Luft angreifen. Das finde ich mega genial, wirklich. So, da, zack, 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 zack. Och, du heilige Scheiße. Okay, ganz gut. Alles klar, sehr gut, Leute. Gut, Hubschrauber. Reparier dich. Gut. Schau mal, wie viele Artillerien wir haben. Bau noch mal ein paar Kampfpanzer, so.
Zack. Versucht dann da wieder angeschissen zu kommen, ne? Alles klar, Team 4 ist wieder bereit. Mache ich jetzt natürlich hier diesen Mammutpanzer platt. Ne? Mach diesen Mammutpanzer kaputt. Los. Ja, beziehungsweise schwächt den erstmal. Oh, das reicht sogar fast. Das reicht sogar fast. Geil. Sehr cool. Na gut. Wenn die sich weiter aufgeladen haben. Ja, ich spiele gerne mit Hubschraubern, Leute. Ich spiele gerne mit Hubschraubern. So. Ja, hoffe ich, dass euch das gefällt. Und wie wir jetzt hier die Russen platt machen. Ganz genau, Leute. Wenn ja, lasst doch mal ein Like oder Abo da. Sehr, sehr cool. Gut, dann macht ihr noch diesen Panzer da platt. Los, wenn ihr es schafft. So, zack. So. Ja, fast. Ja, fast. Ist egal. Ist egal. Alles klar, wir haben keine Kohle mehr. Warum haben wir keine Kohle mehr? Wo sind unsere Sammler? Ja, die sammeln auch da oben, ne? Das ist echt. Ich habe nur einen Sammler. Bitte was? Ja, dann lass. Komm, dann lass den einen noch fertig werden. Und dann würde ich sagen, gehe ich direkt mal angreifen hier. So. Sammel du hier unten, Mensch. So, dann baue ich den nächsten Sammler. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. Gehen wir das mal an hier. So. Wir haben seine Sekundärbasis schon mal ein bisschen geschwächt. Schaut mal die Flugzeuge. Die Richtig geil. Okay, dann fahrt mal dahin. So, fahrt die kaputt. Macht die kaputt. Los, hier. Zack, weg damit. Und hier, weg damit. Und hier, weg damit. Genau, weg mit dem. Weg mit dem Raketenwerfer. Ach du Scheiße. Tesla-Spul. Dreimal geschossen. Was? Gut, dann macht die weg. Alles klar. Sehr, sehr cool. Dann den Sammler. Sammler platt machen. Los. Aha, sehr gut. Alles klar, dann fahrt mal hier rein. Ah, aufpassen wegen dem Timer, Leute. Aufpassen wegen dem Timer. Da würde ich sagen, speichere ich das auch nochmal. Aufpassen. Wir müssen wegen dem scheiß Timer aufpassen, tatsächlich. Gut. Mach das jetzt hier. Los. Ey, hallo. So, los hier. Den Scheiß kaputt da. Was soll denn das? So, die Hubschrauber, die können wir hier. Die Hubschrauber können die Minikin platt machen. Also irgendwie ist das gerade ein bisschen verzögert. Nein, 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 nein. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. So, Leute. Mach den kaputt. Los. Was ist denn jetzt mit dem Spiel hier los? Warum läuft das jetzt so komisch? Naja, gut. Leute, egal. Wo ist der Sammler? Da ist der. Ach du Scheiße, der ist schon wieder rot, ey. Oh, geile Mucke. So, dann fahren wir erstmal hier rein. Ja, die Hubschrauber, die können dann eigentlich. Die Hubschrauber, die können dann eigentlich hier diese Waffenfabrik platt machen. Der hat eine Tesla-Spule nachgebaut, ernsthaft. So, mach diese Waffenfabrik kaputt. Macht ihr die Energie platt? So. Mach das kaputt da, das Ding. So, Leute. Jetzt geht's mal weiter. Die ganzen Flugfelder im Arsch machen hier. Weil er kriegt nämlich seine Spawner da, wie ihr seht. Und weg damit. Sehr gut. Alles klar. Haben wir die Kacke erledigt. Würde ich sagen, baue ich nochmal BMT mit Spion. So. Und ja, dann haben wir das eigentlich schon fast, ne? Hubschrauber können mir diese Raketenwerfer da platt machen. Das hat noch nicht mal gereicht. So, hier, die Sammler wegmachen. Los, mach den kaputt. Zack. Und den jetzt, zack. Der Raketenwerfer ist weg. Dann war dieser Angriff doch relativ erfolgreich, muss ich sagen. Würde ich sagen, nehme ich jetzt mal meine Armee und fahr mal rein. Ganz genau. Ah, die Flak. Shit. Die blöde Flak da, ne? Und die Tesla-Spule, die scheiß Tesla-Spule. Mach die scheiß Tesla-Spule im Arsch. So, Leute. Gut. Dann haltet ihr mal da bitte die Stellung. Und dann würde ich sagen, bereite ich mal meinen BMT vor hier. Wieso sind das zwei Balken? Das verstehe ich nicht. Egal, Leute. Mein BMT packe ich. Ja. Artillerie, guter Job. Wirklich. Gut, dann mach hier weiter kaputt hier, los. Zack.
Jetzt geht nämlich gleich der Timer an, Leute. Da kommt nämlich eine Cutscene. Wenn er seine Atombomben da weg rausschmeißt hier. So, Energieputz. Flak, wegmachen. So, das hier wegmachen. Los. Das hier wegmachen. Ah, da! Da ist der Timer. Commander, wie Sie ja wohl wissen, hat Stalin 4 Atomraketen abgefeuert. Der einzige Weg, die aufzuhalten, führt über die Befehlszentrale. Jede Rakete reagiert auf ihr eigenes Abschussterminal. Deaktivieren Sie alle Terminals und stoppen Sie diese Raketen. Ganz genau, Leute. Das heißt, ab jetzt läuft hier ein Timer hier oben. Seht ihr, ne? 59 Minuten, 32 Sekunden. Das heißt, Option, Spielgeschwindigkeit, normal. Bisschen langsamer. Und da kann ich mir jetzt schnell diesen BMT hier nehmen. Tatsächlich. Hier kommt mal hier runter, bitte. Und dann macht ihr erstmal diesen Panzer da bitte platt. Macht diesen Panzer kaputt, los. Boah, das ist so langsam. Ja, aber das muss sein, Leute. Das muss sein. Weil, ja. Wie gesagt. Nein, 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 nein. Die Hubschrauber bitte. Die Kraftwerke funktionieren nämlich auch ohne Energie. Das ist das Problem. So. Ah, shit. Seht ihr? Ja, das ist schade. Egal, Leute. Gut. Der BMT. Der BMT steht da oben, alles klar. Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, fresse ich mich hier rein jetzt. Ich fresse mich hier rein. So, das ist gar keine schlechte Idee. Fresse ich hier rein. Und, ja, genau. Ganz genau. Die Energie noch platt machen. So, dann sind wir bei Minute 12. Und, ja, der BMT kommt. Sehr, sehr gut. Steht sogar noch einer von mir. Ja, dann mach mal die Energie weiter platt hier. Der GLT kann mal helfen, tatsächlich. Der Russe, der hat jetzt nämlich nichts mehr. Seht ihr das? Der hat nämlich Minen da. Schaut mal. Wenn ich jetzt mit der Artillerie da reinschieße. Schaut mal hier. Da, Explosion. Das heißt, der hat Minen da drin. Und das nicht zu knapp, Leute. So, mach die scheiß Manikur weg. So. Die Silos noch platt machen. Dann haben wir auch den Russen schon fast, ja, besiegt. Ich baue nochmal die Hubschrauber ab. So, dann fahrt mal rein hier, los. Fahrt mal rein. Und seht ihr das? Da sind Minen. Da sind Anti-Infanterie-Minen. Das Gebäude hier nicht platt machen. Weil, ja, das ist zwingend notwendig fürs Missionsziel. Gut. Leute, BMT, komm mal her. Was war das denn? Ja, gut. Okay, Leute, dann muss ich mal sagen, machen jetzt noch die Silos platt hier ganz schnell. Und ja, ich habe keine Artillerie mehr, ne? Ich merke es gerade, ja. Gut, du fährst einfach mal den Menü platt. So. Gut, dann macht ihr nochmal hier die Tesla-Spule platt. Dann nehme ich mir jetzt hier noch die Hubschrauber. Oh, ich habe zwei nachgebaut, aber ja, gut. Ich nehme mir jetzt die Hubschrauber und mache noch diesen Sammler da platt. Wird gebaut. So, Leute. Ihr sollt alle bitte auf die Tesla-Spule schießen. So. Ich würde die nämlich ganz gerne komplett platt machen. Jetzt kann man auf die Hunde schießen. Das ist ja witzig. Okay, Leute, dann haben wir das gleich. Machen wir noch kurz diesen Sammler da platt. So, nehme ich mir jetzt einfach noch diese Hubschrauber. Ein bisschen Zeit haben wir tatsächlich, Leute. Es ist jetzt nicht so, dass man da direkt rein muss. Dann haben wir den Russen hier komplett platt gemacht. jo. Die Mucke passt gerade. Batz, 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 batz. Jetzt beweg dich nicht die ganze Zeit, du blöder Sammler, ey, wirklich. Gut. Dann hat das wieder nicht gereicht. Okay, egal, Leute. Der Spion. Ich hoffe, dass es ein Spion ist. Muss ich gleich mal gucken. Zur Not baue ich nochmal einen Ingenieur nach hier. Wird gebaut. So, macht das kleine Mini-Mannequin da platt. So. Und tschüss. So. So, dann probiere ich das jetzt mal mit dem Spion. Nein, das war tatsächlich ein. Ach, verdammt, das war tatsächlich ein Invasor, den wir hier brauchen. Ah, habe ich wieder vergessen. Verdammt nochmal.
Bestätigt. Egal, Leute, so viel Zeit kostet das ja, nicht. Sir. Ja, sure, ganz genau. Ja, Sir. So. Dann trefft ihr euch mal bitte da. Und du gehst direkt da rein, los. Ja, Sir. Direkt da rein. Ja, Sir. Verdammt nochmal, tatsächlich. Bestätigt. Dann war es tatsächlich ein Ingenieur. Okay. Ich habe auch gedacht mit Spion, aber war wohl nix. Okay. Leute, dann Ingenieur schnell rein hier. Ja, die Zeit, die reicht auch noch so. Wirklich. So, dann helfen wir ein bisschen mit, damit das ein bisschen schneller geht. So. Und raus da. Und rein da. Los. Ganz genau. Einsatz erfolgreich. Mhm. Jetzt kommt eine geile Cutscene, Leute. Jetzt kommt eine geile Cutscene. Geile Cutscene wegen der Musik im Hintergrund. Richtig schön russisch. Okay, Leute, jetzt kommt der zweite Teil der Mission tatsächlich. Wir gehen jetzt in dieses Gebäude rein und müssen, nun, da der Komplex infiltriert wurde, müssen die Startkontrollzentren deaktiviert werden. Ganz genau. Schaffen Sie Ihre Ingenieure in die Kontrollzentren und deaktivieren Sie diese, bevor die Raketen ihre Ziele erreichen. Das ist der Timer, der eben angefangen hat, Leute. Feindliche Techniker können bei der Ortung der Kontrollzentren helfen, wenn sie am Leben bleiben. Ganz genau, Leute. Wir haben jetzt unsere erste Inside-Mission hier. Gut. Ja, Sir. Muss ich mal sagen, das hier ist unser Team 2. Spione mal Team 3. Genau, wir haben Spione, Leute. Mit denen können wir ein bisschen erkunden. Und wir haben hier diese Infanterietruppen. Alles klar, die Mission war, glaube ich, nicht so schwer. Muss ich nochmal gucken. Also ich nehme jetzt erstmal einen Spion. Und werde da mal ein bisschen erkunden. So, Leute. Hier ist nämlich der Aufzug, wo wir reingekommen sind. Ah, nein. Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, der Spion wäre direkt weg. Mit dem Spion können wir nämlich ein bisschen erkunden, weil der wird nicht angegriffen, außer von Hunden, wie gesagt. Oh, die Mucke passt gerade hier zu dieser Mission. Wirklich gut. Guter Soundmix. Ihr seht, die Karte ist klein. Was macht ihr denn da? Hört doch mal auf. Wie ihr seht, hier... Ach, ja toll. Gut. Dann war auf der linken Seite ein Hund und auf der rechten Seite ein Hund. Da! Da. Gut, dann lasst die mal schießen. Ganz genau, Leute. So. Gut, Arzt. Komm mal hier raus, bitte. Setz dich mal im Arsch. Alles klar, Leute. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch die 45 Minuten hier, um hier diese Kontrollzentren zu deaktivieren. So. Gut. Deswegen habe ich auch die Geschwindigkeit jetzt mal ein bisschen runtergemacht. Ganz genau. Und ja, Leute, dann... Dieser Soundtrack ist, glaube ich, ein Remix von einem Soundtrack aus Tiberium-Konflikt. Ja? Glaube schon, ja? Jawohl, Sir. Für Königin und Vater. Hört sich so an. Hört sich zumindest so an. So, Leute, dann... Gehen wir da... Ah, da ist ein Hund! Gott sei Dank. Scheiß Hund, ey, wirklich. Dieser blöde Hund. Noch ein Hund. Oh mein Gott, überall Hunde hier, ey. Gut, egal. Das ist ja der Hauptzweck der Spione. Um mal ein bisschen zu erforschen, was hier so Sache ist. Ganz genau, Leute. Und da kommen wieder welche, aber das ist egal. Da oben kommen auch wieder welche. Team 2, komm mal bitte hier hin. Was macht denn der Spion da? Gehen wir da hoch. Ha, ganz genau. So. Verfolgen die ernsthaft den Spion oder laufen die nur hier rum? Ah, schaut mal hier, Leute. Da ist doch schon mal ein... Da ist ein Terminal. Schaut mal hier. Oh, der Computer, die Computer sehen richtig cool aus. Schaut mal. Schön überarbeitet. Richtig cool. Für Königin und Vaterland. Ich würde sagen, hier würde ich auch mal ein bisschen reinzoomen, wenn es dann drauf ankommt. Ja? Melde mich wie befohlen. Sehr gut, dann geht ihr mal dahin, bitte. Bitte, ach, raus ist wieder so ein Bus. Bitte, ja. Ja, ich habe Fenster auf hier, Leute. ja. Oh, gut, dann lass die mal schießen.
Gut, dann mach die kaputt. Zack. Ach du Scheiße, wie viele sind denn da? Ach du Heilige. Okay. Schafft ihr schon, ja? Ihr schafft das, komm. Ja, ihr schafft das. Seht ihr das? Die haben zum Glück so einen Reflex, dass die selber schießen. Flammenturm, okay. Bin bereits unterwegs. Interessant. Jo, Leute, hier ist der erste Computer. Da würde ich sagen, bringe ich da mal einen Invasor hin. So, Leute. Bitte, Kommandant. Unten ist der Hund. Noch 40 Minuten. Ja, ist ja gut. Hier ist der erste Computer. So, Leute. Ich glaube, die Karte hier ist auch anders aufgebaut. Ja. So. Das ist nur eine, ne? Das ist nur eine, ja. Das ist nur eine. Bestätigt. So, wo ist der Spion? Da ist der Spion, da ist die Dienstzentrale. Genau. Sehr, sehr gut. Da ist das nächste Terminal. Dann würde ich sagen, rennt er mal da runter einfach. Aber am besten nicht am Hund vorbei. So, gut. Dann können die Leute hier mal hier vorne hin. So, da ist nämlich ein Grenadier. Das ist scheiße, Leute. Die Grenadiere, die nerven richtig. Gut. Lass den mal heilen. Komm, heil den mal. Alles klar, dann. Alle auf den Grenadier, los! Alle auf den Grenadier! Ach du Scheiße. Okay, gut. Dann haben wir den ja schon mal geschafft. Und dann würde ich mal sagen, jo, geht ihr mal nach vorne. Nein, kein 1 gegen 1. Das ist immer scheiße. Ganz ehrlich. So. Wir haben doch die Ärzte hier, Mensch. Gut, dann würde ich sagen, James Bond weiter in Action hier. Oh, in der Tat. Und ja. Gucken wir mal, was hier weiter so. Oh, was habe ich gesagt? Gucken wir mal, was hier weiter gebacken ist. Nee. Ach, diese Stelle war das. Ja, ich erinnere mich, Leute. ja. Ja, Sir. Gut. Da. Melde mich wie befohlen. Ja, so. Nehme ich mal einen. Der schießt mal direkt auf die Fässer. Nicht auf den. Ach, verdammt. Egal, aber geht schon. So, dann. Ja, das war diese Stelle mit dem Ingenieur, ne? Weil da oben ist ein Computer, der den Flammenturm wegmacht. Der eine Ingenieur muss sich da, glaube ich, opfern. So. Jetzt ist er weg. Ganz genau, Leute. Der Flammenturm ist weg. Das heißt, der kann hier oben an den Computer. So, Leute. Da kommen weitere Manneken. Alles klar. Dann würde ich sagen, warten wir erstmal ab, bis der hier oben fertig ist. Schau mal, die sehen richtig geil aus, die PCs. Kommandozentrale deaktiviert. Muss man da jetzt noch irgendwo... Oh, Atom. Da seht ihr, das ist ein Sprengkopf, Leute. Hier sind zwei Sprengköpfe und ich denke mal, hier unten sind zwei Sprengköpfe. Sofort. Ja, Inside-Mission. Die sind immer heftig hier. Block die mal raus. 5 gegen 7. Hey, Mann. Muss das sein? Bestätigt. Ich glaube, das muss sein. Ach, verdammt. Das ist jetzt eine... Oder warum? Nö, eigentlich nicht. Nö. Jawohl, nein. Geht mal zurück. Gegen die muss ich mich nicht anlegen. Ich muss einfach nur hier unten hin. Ganz genau. Ich muss einfach nur hier hin. So, dann geht ihr mal dahin, bitte. Besser hier lang als hier durch. Aha. Die besetzen sich da irgendwie in Bewegung. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich habe keinen Bock auf die 5 da. Müsste doch nicht sein. So, gut, dann macht ihr kaputt. Nein! Ach, jedes Mannequin, was hier weniger ist, ist scheiße, Leute, wirklich. Egal. Aber ich muss ja nur hier hin. Bestätigt, in Ordnung. So, Leute, dann würde ich mal sagen, der Scheißhund. So. Weg mit dem. Und dann haben wir auch schon zwei Computer ja erledigt. Oh! Okay. Was macht er da? In Ordnung.
Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Die Mucke, ey. So, dann. Zack. Boah, sehr gut. Dann könnt ihr die mal erledigen da. Los, mach die kaputt. Ja, noch eine halbe Stunde. Scheiße. Ja, da habt ihr mal gesehen, warum ich diese Scheiße finde. Mit einem Schlag ist eine Einheit von uns weg. Ach, diesen Wissenschaftler kaputt. Ach, verdammt. Aber hier unten in der Ecke ist, glaube ich, noch ein Computer. Da ist, glaube ich, noch einer. Bleibt ihr mal hinten dran. Der Arzt kann mal ein bisschen heilen währenddessen. Oder auch nicht. In Ordnung, ja. Sofort. So, würde ich sagen, speichere ich das Ding einfach nochmal. Mission 10. So. Weil ich sehe auch gerade, wir haben nur noch 5 Minuten. Vielleicht schaffen wir die Mission dann sogar noch, ne? In dieser Folge. Ach du Scheiße! Oh Gott, nein! Zum Glück habe ich gespeichert. Verdammt. Spiel laden. Okay, zum Glück habe ich da gespeichert, ey. Oh Mann. Ja, Sir. Okay. Ja, Sir. Dieser Arzt, ne? Der heilt nicht. Verdammt nochmal, du sollst heilen. So, heil die alle durch hier. Ich musste echt manuell hier arbeiten, ne? Das ist so doof, wirklich. Okay, hier oben nicht hin, Leute. Ah, ich kann mich hier an was erinnern. Hier kommen jetzt 2 Panzer reingefahren. Ganz genau. Also, hier kommen jetzt 2 Panzer reingefahren und wenn ich hier unten gleich hin... Einheit verloren. Seit wann schießen die? Okay. Naja, gut. Wenn ich nämlich jetzt hier unten hingehe, kriegen wir eine Tanja, Leute. Schauen wir mal, ob das tatsächlich so ist. Oh. Da seht ihr, da, Tanja. Hallo, Tanja. Sehr schön. Dann ist Team 2 Team 3 und Team 3 ist Team 2. So, wir haben eine Tanja tatsächlich, weil wir hier unten hingegangen sind. Cool. Leute, sehr, sehr gut. Lass doch mal das Zeug da in Ruhe. Verdammt nochmal. Ja, die schießen gerne auf die Mammutpanzer. Das ist... Oh, da kommen sie nämlich. Guckt, da kommen sie. Da kommen sie, okay. Leute, mach die kaputt. Mach die scheiß Grenadiere weg. So. 3 auf einmal, sehr, sehr gut. So, jetzt können wir mal weiterreden hier. Los, mach den Zivilist kaputt. Und ja, Leute. Lass das doch mal in Ruhe da. Mensch. Gut, alles klar. Dann haben wir hier den Bereich erst erledigt. Ich hoffe, dass hier kein Hund mehr ist. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich das gleich nochmal. Genau, jetzt speichern. Mission 10. Genau, da war doch was. Mit der Tanja. Ja, ich erinnere mich. So, jetzt können wir nämlich auch die ganzen Manneken hier platt machen. Schau mal, da ist nämlich ein Hund. Jetzt können wir hier auch rein. Tatsächlich. Oh, da kommen 5 Hunde. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Hier. Oh, 5 Hunde, Leute. Die wollen die Tanja fressen. Aber ich hab die hier stehen. Was machen die denn? Ach, verdammt. Verdammt. Dann wird die Mission sogar fehlgeschlagen, okay. Da sind die außen rum gelaufen. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl echt nicht wahr. Okay, Leute. Machen wir es anders. Ah, ja gut, egal. Gut. Gut, Leute, machen wir nochmal die Männchen hier platt. Die Männchen hier platt machen, den Hund platt machen, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, stelle ich die mal anders auf. Gut, dann geht ihr mal bitte hier hin und ihr geht bitte davor. Um die mal schön zu beschützen, die Leute hier. So, ganz genau. Und die scheiß Hunde? Okay. Genau so, Leute, genau so. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch schon die halbe Stunde voll. Ne? Hier oben. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, würde ich sagen, jo, lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und jo. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Command & Conquer Alarmstufe Rot und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.